Moin bei Avenir TV, haut dann mit Jeff Angelsberg. Salut. Moin. Jeff, du kommst aus dem heißen Norden und was dann noch von dir gewechselt hier auf Bergen. Wie hast du den Wechsel aufgelaufen? Bon, es war so, dass ich noch 4 Jahre Erpelding keine Kontrakte mehr hatte, nicht mich den Damien kontaktiert, für auf Bergen zu kommen. Und das war alles ganz gut gegangen. Okay, und gefällt dir heute Bergen? Das ist ganz flott, das ist eine familiäre Ambiance. Das alles tipptopp. Okay, das ist dann mal ein gutes Gleis für die Zukunft. Wenn ich die nächste Tour passieren lässt, kann ich so und steht ja nicht so schlecht im Moment mit der Tabelle da. Was ist deine Meinung zu der Hinrunde vom Avenir? Bon, wir hatten eine gute Präparation. Bon, dann hatten wir die ersten paar Matches, die waren schwer gegen. Da haben wir Matches unglücklich verloren. Und, nachdem der Verein ruhig geblieben ist, haben wir noch verdient Punkte gekriegt. Okay, verrätst du das nach Ziel für den Rest von der Saison? Mein Ziel ist so sehr wie möglich, 32 Punkte zu kriegen, für dran zu bleiben. Und das ist es dann. Ich meine, in der Oven muss ich realistisch bleiben. Das ist nicht möglich. Ich bin froh, wenn wir nicht mit dem Aufstieg zu tun haben. Okay, dann zum Schluss kurz an seine Geschichte erzählt. Und zwar wird gemunkelt, dass der Bergener Präsident schon Milan kennt. Ja, ich habe mit Damien schon Fußball gespielt, seit wir 16 Jahre haben. Ja. Okay. Und der Spaß geht halt weiter. Der Spaß geht halt weiter. Okay, vielmals merci, Jeff. Und danach viel Spaß auf Avenir TV.